Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Wir schauen uns jetzt die Las Vegas Strecke an. Ich fahre sie auf 35% und werde auch versuchen, eine Red Flag rauszuprovozieren. Wenn du Katar oder Spanien neue Strecken sehen willst oder mehr, dann schau auf meinem Kanal vorbei. Lass einen Daumen da, Infokasten, Abo, alles drücken. Niep, 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 niep. Brrr. So, und wir schauen uns jetzt erstmal Las Vegas an. Bevor wir jetzt das Rennen fahren, es wird ein bisschen ausführlicher, ich habe mir versucht, mal die ganze Strecke in Details anzugucken und ich zeige euch jetzt hier mal ein paar Eindrücke. Zum ersten Mal überhaupt fahren die Formel-1-Autos über den Strip. Ich bin super gespannt, was diese Stadt heute Abend für die Formel 1 alles zu bieten hat. Heute Abend fahren wir unter den hellen Lichtern von Las Vegas. 6,12 Kilometer unter dem Sternenhimmel von Nevada und Tausenden von Neonlichtern. Volle Konzentration auf die 17 Kurven und zwei DRS-Zonen und die vielen Sehenswürdigkeiten. Hä? Rennen starten? Ich habe doch ein 35% Rennen gesagt. Hä? Warum konnte ich jetzt keine... Warte mal. Warum konnte ich denn jetzt keine Setups einstellen? Was ist jetzt los? Okay. Ah,
Also, rein geht's, liebe Freunde. Ich fahre noch nicht mit Schalten hier, muss sagen, Las Vegas ist leider... Wow! Kein Kommentar, Diggi. Kein Kommentar. Rein geht's, liebe Freunde. Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich habe Las Vegas schon mit Schalten und so ein bisschen probiert. Da ich aber Anfänger bin, tut's mir hier sehr, sehr schwer. Ich fahre auf TK Mittel. Ich muss sagen, Las Vegas ist vom Layout her... Wow! Piastri schiebt mich einfach weg. Ja, cool, Piastri. Ja, schieb mich weiter. Komm, schieb. Da können wir gleich eine Red Flag rausprovozieren. Mal gucken, ob es geht. Komm, Red Flag. Es kommt keine Red Flag, obwohl ich auf häufig geklickt habe. Es kommt keine Red Flag. Hä, wann kommt denn bitte eine Red Flag? Und er schiebt und schiebt. Piastri schiebt und schiebt und schiebt und schiebt und schiebt und schiebt und schiebt. Hä, aber wann kommt denn mal bitte eine Red Flag? Ach, jetzt haben wir es endlich mal geschafft. So, jetzt können wir uns das mal angucken mit Red Flag. Da läuft es jetzt runter. Habt ihr es gesehen? Ja. Und jetzt mache ich gar nichts mehr. Wir sind jetzt hier drin. Ich sehe es zum ersten Mal, aber ganz ehrlich, kam mir zu spät diese Red Flag. Rote Flagge, Saison angehalten. Auf der Strecke gab es einen schweren Unfall. Die rote Flagge ist aktiv. Alle Fahrzeuge sind an die Boxen gefahren, während die Problembeheben wird. Während dieser Unterbrechung können Reifen gewechselt und einige Schäden von der Wiederaufnahme des Rennens repariert werden. Rote Flaggen sind unterbrochen. Unterbrechung. In der Formel 1 kann es zu Zwischenfällen kommen, die sowohl für die Fahrerinnen als auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der Rennstrecke eine Gefahr darstellen. Ist die Strecke unter diesen Umständen nicht sicher befahrbar, auch nicht bei Einsatz des Safety Cars, wird die Saison unterbrochen. Oder die Session. In diesem Fall wird das Zeigen der roten Flagge veranlasst. Aber das war jetzt so schnell, du konntest gar nichts mehr machen und bist direkt im Menü, schon sehr schade. Rote Flaggenablauf. Alle Fahrzeuge werden langsamer, kehren in die Box zurück und warten, bis die Strecke geräumt ist, bevor die Saison fortgesetzt werden kann. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, zu F1 24 wünsche ich mir, dass man bei rote Flaggen einstellen kann, ob Cinematic oder Immersiv, weil das Feedback von euch ist ganz klar. Viele sagen, sie wollen gar nicht noch eine ganze Runde bis in die Box fahren, das ist ihnen zu unnötig. Und manche sagen, sie wollen die absolute Authentizität. Ich bin für die absolute Authentizität. Und muss sagen, es wäre im Menü einfach praktisch, du sagst immersiv. Immersiv bedeutet, du fährst diese ganze Runde zu Ende, fährst die Box rein, du siehst schon an der Boxengasse die ganze Crew, wie sie da steht, einfach ein bisschen Authentizität und musst dann auf der Strecke parken. Also da kommt dann auch so ein Pfeil, du musst hier stehen bleiben, ja, zurückerobern, zurückrunden geht wieder. Und dann stellst du, wenn du sagst, nee, das ist mir alles zu blöd, stellst du auf Cinematic und dann kommt dieses, was wir jetzt hier erlebt haben. So müsste es eigentlich sein. Rote Flaggen während der Session-Unterbrechung. Während der Unterbrechung kannst du deine Rennstrategie noch einmal überdenken und deine Reifen wechseln. Dein Setup und die Kraftstoffmenge kannst du jedoch nicht anpassen. Rote Flaggen-Session Neustart. Sobald alle Gefahren bestätigt sind und alle Fahrzeuge im Grid stehen, kann die Session mit einem stehenden Startverfahren wieder aufgenommen werden. Wie das dann online ist, weiß ich nicht. Meine große Sorge ist, dass da irgendeiner schnell X drückt und es geht weiter. Oder A für die Xbox-Leute. Jetzt können wir mal kurz gucken. Strategie bearbeiten. Und da könnte ich jetzt sagen, jetzt ist die Frage, ob die, jetzt sind wir ja auf Medium gestartet. Jetzt ist die Frage, oder auf Hard gestartet. Ja, man muss da nicht mehr Boxengassenregel machen, ne? Ich glaube, man kann jetzt dann mit Medium durchfahren, aber ist das schlau auf ich nehme auf Hard. Ich gehe mal auf Hard und versuche durchzufahren. Nur auf Hard kommen die Garten. So, jetzt gehe ich auf zurück und sage weiter. Jetzt sind wir in der vierten Runde und es geht direkt weiter. Mit einem Fehlstart. Gut, Piastri und ich haben halt jetzt Strafen. Wow, da war ein Motorschaden! Da ist ein Motorschaden! Oder was war das? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, Entschuldigung. Das hat mich zu... kalte Reifen. Da wollte ich ein Video zu machen. Lizenzproblem. Die müssen von jedem Hotel die Lizenz holen. Das ist Codemasters zu teuer gewesen. Deswegen.
Ah, es ist schön auf TK komplett. Ah, es ist herrlich. Reduziert, reduziert. Du, mir. Ja, mir ist schon aufgefallen, dass reduziert, reduziert jetzt heftiger ist. Ich habe gerade außerdem abgekürzt, sorry. Das war aber nicht gewollt, Leute. Bei der letzten Kurve wäre ich out of track. Schulz! Probier's mal. Nee, es hat nichts gebracht. Ach, ganz vergessen, ist ja Ghosting. Ich mach die ganze Zeit wieder Platz, ne? Was treibst du denn, Julian? Ich wollte gerade sagen, bei 5 Runden, Leute! Was macht ihr? Vegas OP auf T kam komplett, ne? So OP. Ich konnte sie einfach durchzischeln. Das ist krass. Ich weiß schon, wie ich am Montag fahre. Sehr brutal. Das passiert ja komplett wieder gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ich hasse diese Schikane hier. So ein Müll. Okay, alles klar. Jo, ist schon wieder fertig mit der Lobby. Ja, eine scheiß Strecke. Aller Liebe. Okay, DRS ist jetzt verfügbar. Scheiße! Geld.
Es geht an dem Wochenende nur um Show, es geht um nichts anderes. Jetzt kommt der Staubsauger. Achtung! Boah, ist das krass, wie der saugt! Ich bleib dabei, das ist eine Scheißstrecke. Ach, das ist nur geradeaus und blöde Kurven. Nee, das ist nicht. Autsch. Grüne Flagge. Welcher? Ah, das ist ein Wheelbug. Das macht doch Sinn. Macht doch Sinn. Scheiße, geht mein Plan nicht auf. Okay, der ist eigentlich kein DRS. Scheiße, ich wollte eigentlich in der letzten Runde einholen, deswegen habe ich in der zweiten nicht eingeholt. Das ist blöd, oder? Da habe ich mich nicht jetzt ruiniert, den Sieg. Ja, irgendwas hat hier immer. Was ist denn? Schlechtes Gameplay halt. Das Ghosting ist schon nervig. Ja, das stimmt, Elias. Ich dachte nur, wir machen es, weil am Start leider keiner ordentlich fahren kann. Und man hat dann so ein bisschen seine Ruhe. Hä? Komplett die Belichtung vergessen zu programmieren.